Er ist Ehemann, er ist Vater, Produzent und Musiker und jetzt hat er ein Buch geschrieben, das nicht nur sein Herz zeigt, sondern auch ans Herz geht. Arne Kopfermann, ich begrüße dich ganz herzlich hier auf der Musikcouch. Hallo Tobias. Freue mich über dein Kommen, ganz, ganz ehrlich. Und ich habe mich auch über dein Buch gefreut, als ich es gelesen habe. Es heißt Mitten aus dem Leben. Und wir reden eigentlich nicht über dein Buch, sondern wir reden über dein Leben, über euer Leben, das eine Wende genommen hat. Es ist ungefähr 3 Jahre her, als eure 10-jährige Tochter bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Und ja, das verarbeitest du in diesem Buch, darüber sprichst du in diesem Buch. Meine Frage an dich, wie kann man nach einem solchen Ereignis weiterleben, das Leben weiter gestalten? Ja, da gibt es keinen Satz, der das für alle gleich zusammenfasst. Es gibt keine Blaupause dafür, sondern jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Mensch verarbeitet auch ganz unterschiedlich. Keiner kann einen vorbereiten auf einen solchen Verlust, sondern wenn er kommt, dann ist er erstmal massiv und am Anfang hat man das Gefühl, dass alles in Frage gestellt ist. Ein Prediger, von dem ich viel gehört habe, weil er selbst ein Kind verloren hat, hat einen wichtigen Satz am Anfang gesagt, never make a major decision while you're in shock. Das heißt so viel wie, treff nie eine weitreichende Entscheidung, wenn du gerade in diesem ersten Status der Trauerverarbeitung im Schock bist, sondern wisse, dass es ganz normal ist, dass es sich so anfühlt, als ob nichts mehr so ist, wie es war und deswegen auch nicht so bleiben darf, wie es war, aber du im Moment gar nicht dazu in der Lage bist, weitreichende Entscheidungen zu treffen. Also sich Zeit zu lassen, erstmal bewusst 3 Gänge rauszunehmen, weil das Leben gar nicht anders funktioniert. Es gibt sehr unterschiedliche Formen, wie man mit Trauer umgehen kann und das hat sehr viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. In der Regel gibt es in jeder Beziehung einen Flüchter und einen Bewahrer, einen, der gerne alles auf den Kopf stellen will, eben weil nichts mehr so ist, wie es war, während der andere versucht, das, was er noch hat, festzuhalten und sicherzustellen, dass jetzt nicht das gesamte Beziehungshaus, dass nicht das gesamte Lebenshaus einbricht und kaputt geht. Es gibt Menschen, die nach innen trauern. Dazu gehört meine Frau. Die hat sehr viel mit sich und ihrem Tagebuch ausgemacht und mit ganz engen Freunden, wenigen ausgewählten Freunden, denen sie ihr Herz ausgeschüttet hat und therapeutische Gespräche gesucht hat. Aber darüber hinaus wollte sie das Thema nicht immer und immer wieder an die große Glocke hängen, gerade in ihrem Beruf nicht. Für mich war das anders. Ich bin jemand, der sein Herz auf der Zunge trägt und der deswegen auch verarbeitet nach außen durch das, was er erzählt, durch seine Lieder, durch die Musik, die er schafft. Deswegen bin ich auch Künstler geworden und das wirkt sich aus, auch in der Art und Weise, wie ich damit umgehe. Das ist ein großes Spannungsfeld. Das macht es am Anfang auch schwer, miteinander klarzukommen, weil es so eine Isolation schafft. Man denkt, der andere müsste eigentlich genau verstehen, wie ich mich fühle. Und jetzt in dem einen, was wir vielleicht besser miteinander teilen könnten als mit jedem anderen, fühlt es sich so anders an, wie er verarbeitet und wie ich verarbeite. Aber das ist Teil dieses Prozesses und das ist nichts Ungewöhnliches. Also das überhaupt zu verstehen und damit klarzukommen, ist ein Weg, wie man dieses erste Jahr miteinander schafft. Und es schaffen nicht so viele Paare. 4 von 5 Ehen zerbrechen an dem Verlust eines Kindes. Insofern bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir kürzlich unsere Silberhochzeit gefeiert haben. Wusste ich gar nicht. Glückwunsch dazu. Danke, Tobi. Die Trauernden sind die einen, die daneben stehen, sind die anderen. Was können die anderen tun in einer solchen Phase? Wie können sie reagieren? Wie können sie helfen? Menschen, die einen so existenziellen Verlust erleben, brauchen nicht in erster Linie Worte, sondern Berührung. Sie brauchen dieses Gefühl, dass der andere einem zur Seite steht und dass er genau das ausdrückt, was er empfindet, was sehr viele Menschen empfinden. Ich bin sprachlos. Ich kann dazu nichts sagen. Ich kann mich nicht in dich hineinfühlen. Ist der Satz, ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst, der hilft überhaupt nicht. Ich habe ein Lied sogar geschrieben auf der begleitenden CD zum Buch. Das fängt an mit dem Text, nein, du weißt nicht, wie ich mich gerade fühle. Nein, du hast nicht die leiseste Idee. Weil dieses Erleben
von allem, was deinen Alltag ausmacht, so anders wird, weil der Schmerz so präsent ist, die ganze Zeit, permanent, weil selbst das Schöne sich mit Schmerz vermischt. Und ich glaube, das wird so schnell auch nicht anders werden, vielleicht nie mehr so anders werden. Deswegen versteht ein Außenstehender nicht, was man in einer solchen eklatanten Verlustsituation durchmacht. Also der Satz, der stößt eher vor den Kopf, als dass er irgendwas hilft. Kluge Ratgebersprüche, auch tröstliche Bibelworte, einfach so dahingesagt, die helfen auch nicht wirklich oder nur sehr bedingt. Weil so ein Satz, wenn der nicht durchdrungen ist von ich leide so mit dir mit, dass meine Tränen mir ständig in Augen stehen, der ist kein Trost. Ein Satz dahin zu sagen und dann zur Tagesordnung überzugehen, das ist kein Trost. Was aber sehr wohl hilft, ist zu schauen, was sind die Dinge, mit denen du jetzt kämpfst. Jeder Schritt im Alltag ist unendlich viel schwerer, als das normalerweise im Leben eines gesunden Erwachsenen so wäre. Und dann zu sagen, zum Beispiel, ich könnte Mittwoch, Donnerstag oder Freitag für dich kochen. Wann soll ich kommen und dir essen bringen? Und das auch an die Türklinke hängen, nicht noch dann da sitzen und 30 Minuten über all das reden, was dir gerade so durch den Kopf geht, sondern einfach dem Leidenden oder Trauernden seinen Raum zu lassen, aber auch auf der anderen Seite ganz praktisch zu helfen. Das tut sehr, sehr gut. Und dann auch nicht zu denken, jetzt ist das schon ein Dreivierteljahr her, ich weiß ja gar nicht, ob derjenige noch drüber reden will. Sondern immer mal so vielleicht gerade als enger Freund, nicht als Außenstehender, so ein Zeichen setzen, was sagt, möchtest du gern darüber reden? Oder bewusst eine Freundin, mit der ich viel joggen gewesen bin, bin in dem ersten Jahr extrem viel joggen gegangen, bis hin zum Halbmarathon, weil es für mich so ein äußeres Zeichen war, für dieses innere, ich bleibe in Bewegung, ich bleibe nicht stehen, mein Leben ist nicht zu Ende. Und eine Freundin hat immer wieder kleine Anekdoten von Sarah erzählt, während wir joggen waren, und mir liefen regelmäßig die Tränen runter, wenn sie das getan hat. Aber es hat sich so gut angefühlt, dass da jemand nicht diesen Bereich ausgrenzt und jetzt sagt, wenn ich nicht drüber rede, tut es dir, Arne, nicht so weh, sondern mir den Raum gegeben hat und ich konnte darauf eingehen und sozusagen dieses Thema dann aufnehmen oder aber es mit einem Satz beenden und zum nächsten übergehen. Und diesen Raum zu schaffen, das ist auch etwas, was ein Angehöriger tun kann. Du hast eben in einem ganz kurzen Satz gesagt, das Leben bricht zusammen. Wie gut ist es, wenn man dann so eine Art Gewissheit hat? Was war vielleicht deine Gewissheit? Also Anja und ich haben uns auf der Intensivstation, wo Sarah noch 10 Tage im Koma gelegen hat, ab und zu angeguckt und haben gesagt, wir wissen nicht, wir haben keine Ahnung, wie Menschen, die keine ewige Hoffnung in sich tragen, mit einem solchen Verlust umgehen sollen. Es ist uns undenkbar. Der Schmerz ist so schon so entsetzlich. Diese Vorstellung, dass wir sie loslassen müssen, vielleicht loslassen müssen. Und es wurde dann im Laufe der Tage immer klarer, dass wenn jetzt nicht ein großes Wunder passiert, dass das so sein würde. Es war eigentlich eine Zeit, von der wir im Nachhinein denken, dass sie in erster Linie für uns gut war, um diesen Prozess des Loslassens etwas länger zu haben als von einem Moment zum nächsten. Aber die ewige Hoffnung, die wir in uns tragen, dass es einen Ort gibt, wo wir sie wiedersehen werden, die nimmt den Schmerz nicht weg. Aber sie ergänzt ihn um eine ganz, ganz wichtige, hoffnungsvolle Komponente. Als der Unfall passierte, in dem wir verstrickt waren und die Ersthilfe am Ort sich um Sarah bemühten und ich daneben stand und nur betete, Herr, rette mein Kind, was anderes ist mir auch nicht eingefallen. Da war diese Liedzeile in meinem Kopf. Everything's gonna be alright when my father's here. Everything's gonna be alright when he draws near. Und das war wie so ein Versprechen, was Gott mir gibt, dass er schon dort an dem Ort des Schreckens sich um Sarah kümmert und daran kein Zweifel besteht. Und ganz, ganz interessanterweise hat es diesen Zweifel wirklich nie gegeben seitdem. Keinen Tag in diesen 3 Jahren habe ich diesen Zweifel in mir gehabt. Stimmt das alles? Ist das wirklich so? Es ist wie so ein inneres Wissen, was ganz fest in meinem Herzen verankert ist. Und das gibt mir Hoffnung, weiterzuleben. Und ich könnte nicht mal sagen, ob ich nicht buchstäblich lebensmüde wäre, wenn ich diese Hoffnung nicht hätte. Viele Menschen kennen dich als Musiker, als Mensch, der Musik für und über Gott macht. Dieses Ereignis geht nicht spurlos an jemandem vorüber, das ist ganz klar. Was hat es mit deiner Musik gemacht? Es hat in jedem Fall die Texte erweitert.
Es gibt diese Seite, die sehr vertrauensvoll über Gott redet und die sagt, er ist der, der er ist, er ist Gott. Er hat das Schicksal des Lebens, mein Schicksal und auch das des Universums in seiner Hand und das entgleitet ihm auch nicht. Der Teil bleibt als Aussage bestehen, zu dem stehe ich auch. Aber ich bin weniger vollmundig, wenn es um mich geht, um meine Art und Weise, wie ich ihn verstehe, was ich von ihm wahrnehme. Ich habe weniger die Erwartung, ich spreche ein Gebet und dann gibt es auch eine Antwort, wie so ein Automat, in dem man oben Geld reinsteckt und unten kommt die Cola-Dose raus. So ist Gott nicht und so funktioniert das auch nicht. Es geht nicht darum, dass ich mir einen Weg schaffe, wie ich schmerzfrei lebe oder wie in meinem Leben die größten Klippen umgangen werden können, wenn da eben Gott ist, der auf mich aufpasst. Es gibt so gewisse Frömmigkeitsstile, da spricht man so mantraartig ein, du musst nur Gott um Schutz bitten, du musst ihm nur deine Finanzen und dein Leben anvertrauen und dann passieren dir all die Sachen nicht, die anderen Leuten passieren. Aber das stimmt nicht. Die Bibel sagt, dass Gott es regnen lässt auf Gerechte und auf Ungerechte und die Sonne scheinen lässt über Gerechte und Ungerechte. Soll heißen, dass es Segen gibt für Menschen, die mit ihm nichts am Hut haben und dass es auch Segen gibt für Menschen, die ihn aktiv ins Leben integrieren, in die eigene Art und Weise, wie ich lebe. Und andersrum auch, dass frommen gewisse Schicksalsschläge nicht erspart bleiben, weil wir in der Welt leben, in der wir leben, weil es eine Welt ist, die auf Erlösung wartet. Und dieses Empfinden zu haben, dass diese Welt auf Erlösung wartet und dass ich von der Hoffnung reden muss, von diesem schönsten Ort, der irgendwann kommt, aber gleichzeitig auch sagen muss, dass das schon ganz schön scheiße sein kann, hier zu sein. Dass das so zusammengehört und dass daran auch nichts political incorrect ist, das zu sagen, sondern dass es gerade die Brücke schlägt für Menschen, die durch Brüche in ihrer eigenen Biografie gehen. Du hast weiter Musik gemacht, daraus entstanden ist eine Doppel-CD und wir hören gleich eines der Lieder, das auf der Doppel-CD ist. Es heißt, dann sehe ich dich. Erzähl kurz was zu dem Lied. Ja, das ist vielleicht der emotionalste Song auf der CD. Ich habe das Lied für meine Tochter Sarah geschrieben und es ist ein Ausdruck dafür, dass ich mich sehne nach dem Ort, den sie jetzt schon kennenlernt und der all das beinhaltet, für das ich mein Leben lang geglaubt habe, dass ich nicht so im Trüben stochere, sondern dass ich Gott wirklich wahrnehmen kann, dass ich ihn erspüren, ersehen kann und dieses Land, was für mich der Himmel ist. Wenn ich ein Bild für den Himmel finden muss, dann ist es ein riesengroßes Land ohne Grenzen, dem es extrem viel zu entdecken gibt. Und meine Tochter, die eine sehr entdeckungsfreudige Person ist, wird das garantiert in vollen Zügen genießen. Gleichzeitig hat das Lied auch ganz viel Melancholie, weil es davon redet, dass ich diesen Ort später erst sehen werde, nicht schon jetzt. Und dass es vielleicht noch relativ lange dauert, so in unserem Verständnis von Zeit, bis das passieren wird. Es ist mein persönliches Tears in Heaven, so wie Eric Clapton sein Lied geschrieben hat für sein Kind, was verunglückt ist. Der Erlös aus Buch und CD wird bedürftigen Kindern zugutekommen, so viel steht schon fest. Hier und jetzt danke ich dir, Arne, für deinen Besuch auf der Musikcouch, dass du ja, dein Herz, deine Gedanken mit mir geteilt hast, mit uns geteilt hast. Sehr gern. Und ich wünsche dir alles Gute, Gottes Segen für dich und deine Familie und auch Gottes Segen für die Konzerte, die du gibst und für das Buch und die CD, die rauskommen werden. Ich freue mich jetzt auf das Lied, dann sehe ich dich. Danke. Ich wär so gern schon mal im Traum zu dir geflogen, in dieses einzigartig schöne Land. Hinter dem Horizont, weit hinterm Regenbogen, ich hielte lachend deine Hand. Du würdest mir all deine Lieblingsecken zeigen und Farben, die man hier nicht finden kann. Ganz ausgelassen hoch auf
bunte Wolken steigen, so fühlt sich wohl dein Himmel an. Der Tag, er kommt bestimmt. Wenn wir zusammen sind, wenn sich die Lücke schließt, dann seh ich dich, mein Kind. Dann seh ich dich. Du bist unsagbar früh von hier weitergezogen, dorthin, wo jetzt schon deine Heimat ist. Hinter den Horizont, auch den Regenbogen, wo du wohl restlos glücklich bist. Ich würde mich so gern an deine Seite träumen, in diese unbeschreiblich schöne Welt. Und nicht gestrandet sein in Zeiten und in Räumen, wo du mir noch so lange fehlst. Der Tag, er kommt bestimmt, wenn wir zusammen sind. Wenn sich die Lücke schließt, dann seh ich dich, mein Kind. Denn der Schmerz und die Schönheit sind zwei Seiten einer Münze. Ja, das Leid und der Glaube widersprechen sich nicht. Da ist kein Licht ohne Schatten, kein Vertrauen ohne Zweifel. Doch am Ende steht Schönheit und der Schatten verweist aufs Licht. Ja, der Schatten verweist aufs Licht. Der Tag, er kommt bestimmt, wenn wir zusammen sind, wenn sie der Glaube widersprechen sich nicht. Doch am Ende steht Schönheit und der Schatten verweist aufs Licht. Ja, der Schatten verweist aufs Licht.